Wir sind hier hoch über den Dächern der Interschutz. Hoch hinaus geht's auch beim Forschungsprojekt PrimAir. Worum geht's denn dabei? Es geht eigentlich um den demografischen Wandel und strukturschwache Regionen. In einigen Teilen der Bundesrepublik gibt es immer weniger Leute und die werden immer älter. Und die wollen wir mit Rettungsdienst hochqualitativ bedienen. Das heißt relativ schnell, relativ zügig, schnelle Hilfe. Und das Ganze wollen wir mit Rettungshubschraubern machen. Und wo liegen jetzt die Schwierigkeiten in diesem Forschungsprojekt? Worüber sind Sie gestolpert sozusagen? Ja, Sie sagten ein wichtiges Stichwort, Forschungsprojekt. Das Ganze wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Es ist ein Sicherheitsforschungsprojekt. Worüber sind wir gestolpert? Wir hatten am Anfang viele Fragezeichen, zum Beispiel, können wir Tag und Nachts fliegen? Können wir wirklich 24 Stunden, 7 Tage fliegen? Können wir bei Unwetter fliegen? Können wir bei Regen fliegen? Und diese ganzen Fragen haben wir im Projekt bearbeitet. Und die Antwort ist, ja, wir können fliegen. Luftrettung ist eine Alternative zur Bodenrettung. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Sagen wir mal, das Forschungsprojekt wird tatsächlich in die Realität umgesetzt, das Ganze findet statt. Ich habe jetzt zu Hause, meine Mutter hat, merke ich, Probleme mit dem Kreislauf, ich rufe den Notarzt. Was passiert dann? Dann passiert es wie heute, das heißt, es gibt eine Rettungsleitstelle, die disponiert, das heißt, alarmiert dann nur nicht ein RTW, sondern eben ein Rettungstransporthubschrauber. Der fliegt dann zu ihrer Oma landet so nah wie möglich, kommt zu ihrer Oma, macht die Erstversorgung und transportiert dann ihre Oma in die geeignete Spezialklinik. Und das ist auch ein weiterer wichtiger Aspekt von PrimAir, dass eben nicht mehr das nächstgelegene Krankenhaus angefahren werden muss aufgrund der Transportwege, sondern der Rettungstransporthubschrauber kann dann zum Beispiel direkt in eine Klinik fliegen, Spezialklinik, die zum Beispiel ein Herzkatheter labort. Das heißt, die Versorgung ist nicht nur schneller, sondern dann auch besser, weil wir früher in eine geeignete Spezialklinik kommen. Was bedeutet dieses Projekt zum Beispiel jetzt auch für die vielen Freiwilligen, die im Rettungsdienst ja auch aktiv sind? Ja, für die bedeutet das eigentlich eine Aufwertung. Wir nennen das in PrimAir den Voraushelfer. Sprich, wenn der Rettungstransporthubschrauber alarmiert wird, der wird ja nur in strukturschwache Regionen alarmiert, könnte man zum Beispiel die Bürger von dem kleinen Ort mit alarmieren, dass die zum Beispiel schon mal zu ihrer Oma gehen, Erste-Hilfemaßnahmen einleiten oder auch die Besatzung des Transporthubschraubers unterstützen, ihre Oma zum Beispiel aus der zweiten Etage zu tragen. Als ein positives Beispiel wäre da zum Beispiel das Projekt Mobile Retter e.V. zu nennen. Dann natürlich auch die Frage, es wird ja immer häufiger auch beobachtet, dass Menschen den Rettungsdienst rufen, weil sie seit 3 Tagen Bauchweh haben und leider nicht dazu gekommen sind, zum Arzt zu gehen. Was ist mit solchen Fällen? Das ist ja doch sehr viel Aufwand dann für, ich würde es mal plakativ einen Fehlalarm nennen. Genau, wir haben dafür in PrimAir extra einen Dispositionsalgorithmus entwickelt. Heißt, eine qualitativ hochwertige Abfrage vom Disponenten, um genau solche Fälle herauszufiltern. Aber das Ganze kann natürlich nur im komplexen Hilfeleistungssystem der Daseinsfürsorge funktionieren. Sprich, ärztlicher Notdienst, die Hausärzte vor Ort müssen eingebunden werden, eventuell andere Sozialsysteme müssen eingebunden werden, damit das eben nicht passiert, weil wir betrachten wirklich Notfallrettung, Notfallmedizin und nicht zum Beispiel Krankentransport oder das Auffangen von anderen fehlenden Strukturen im Gesundheitssystem. Heute findet ja hier auf der Interschutz das Abschlusssymposium statt. Wie sind jetzt die nächsten Schritte, nachdem das Forschungsprojekt ja jetzt quasi einen ersten Schlusspunkt erreicht hat? Genau, jetzt geht das Ganze aus dem Forschungsprojekt quasi in die mögliche Umsetzungsphase. Das heißt A, in die politische Diskussion, aber auch in die konkrete Beratung von Landkreisen. Wir haben das ja in einer Musterregion gemacht, und zwar in dem ganzen Land Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch schon andere Regionen aus Deutschland haben uns angefragt und haben gefragt, macht das für uns Sinn? Und das gilt es jetzt in einzelnen Regionen zu prüfen und dort mit den Leistungserbringern, aber auch mit den Kostenträgern, mit den politisch Verantwortlichen, mit den Bürgern zu diskutieren. Weil wir darstellen können, auch heute, dass dieses System sehr sinnvoll ist und sehr tragfähig für unsere komplexe Daseinsfürsorge. Wunderbar, vielen Dank. Die Interschutz steht in diesem Jahr ja unter dem Motto Einsatzort Zukunft. Mal schauen, ob PrimAir auch zu dieser Zukunft gehört.